destroyed the Orokin. Your way of life. Who do you hunt, Shadow, to cleanse your despair in their blood? Dando! Sever their heads, yet they rise again. Someone has hidden the Tenno essence, their truth, from you. Lotus! I know where she hides the Tenno heart. A womb in the sky, forbidden to my kind, but where you will take me. I am Unhaw, sentient destroyer of worlds. By your hand, expose their heart. By my edge, cleave it beating from its nest. Und damit willkommen zu einem kleinen Warframe Quest Let's Play. Update 18 wurde diese Nacht released und damit auch die neue Quest, der zweite Traum, und die möchte ich jetzt gemeinsam mit euch erleben. Falls ich viel huste, ich gucke, dass ich das rausschneide, aber ich bin erkältet, ich werde vielleicht nicht alles erwischen, aber ich warte jetzt auch nicht ewig, weil sonst ich wahrscheinlich nochmal irgendwann gespoilert werde und das möchte ich nicht. Ja, als aktive Quest bitte. Rhaenyra-Archive infiltrieren. Machen wir doch mal. Mit Excalibur, weil Starter-Frame. Man könnte natürlich auch Loki nehmen, aber... Nö. Rhaenyra's excavations have disturbed Hunhao's tomb. They've awakened something evil, bent on Tenno destruction. Infiltrate the Rhaenyra systems to find out what they know. It may lead us to the Stalker. Wow. Das ist das erste Mal, dass ein Charakter, außer vielleicht Davo, ich bin mir nicht sicher, ob es bei Davos Quest damals so war, dass ein Charakter wirklich mal den Stalker halt wirklich erwähnt, dass er existiert. Weil, wenn man mal überlegt, wenn das Gustrak-Trio kommt, die Lotus direkt so, hau ab, du bist denen nicht gewachsen und so, und Ben Stalker kommt, weder davor noch danach irgendwas. Ich kann mir vorstellen, dass Stalker von der Lotus nicht geortet werden kann, aber auch danach nichts. Das hat mich immer ein bisschen gestört, weil niemand halt wirklich darauf reagiert, dass Stalker einen gerade töten wollte. So, ich metze hier mal alles nieder. Ist mir jetzt auch egal, wenn ein Alarm kommt. Ich mach den einfach vorher aus. Und dann interessiert das die auch nicht mehr. So. Hab sowieso einen Huras. Oder? Ich weiß gerade gar nicht, welchen Kubro ich drin habe. Wenn es der Huras ist. Ja, es ist der Huras. Sehr gut. Dann macht der mich einfach unsichtbar. Wasser? Ist das unter Wasser? Nö, ist es nicht. Okay. Ah, die Dinger darf ich, glaube ich, auch nicht berühren. Ich glaube, dann kommt nämlich auch der Alarm. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Mal kein Risiko eingehen. Wo ist denn... Kann ich hier oben hin? Ich denke, da darf ich nicht durch. Ich kenne das Ding gar nicht. Ist das neu? Ich glaube, das ist neu. Wobei ich normalerweise keine Spionagemission auf Uranus mache. The Grenier Expedition has uncovered pieces of Hunhao, fragments of his body. For Hunhao, every part of him is connected to his singular mind. Warte, was? Jemand dringt in deinen Verstand ein? Also, ich habe vorhin vor der Mission nichts gesagt bekommen von der Lotus. Deshalb ist das hier gerade komplett ohne Kontext.
Ja, wenn mein Kubro mich mal tarnen würde, dann wäre das toll. Okay, ist offenbar eh unter Wasser. Wow. Shit. Das kannst du mir jetzt aber nicht erzählen, ne? Diese Turbinen sind stark genug, um einen Arcwing aufzuhalten? Ich meine, gut, unter Wasser, aber trotzdem. Ich meine, unter Wasser ist der Arcwing sowieso ziemlich lahm. Aber trotzdem würde ich erwarten, dass das Ding ein bisschen mehr Schubkraft hat. Und der Teleport von Itza funktioniert ja offenbar auch nicht richtig. Aber wesentlich sind ja auch gar keine Gegner, aber sonst hätte mich mein Kubro schon getarnt. Der tarnt einen ja auch nur, wenn Gegner da sind, stimmt. Ja, okay, bekommst du. The Tenno Hive has corrupted your precepts. With love, I will destroy them and make you right again. You will never find them, Hun Hao. But I see your mind. I already have found them. You owe me their lives. Okay. Das hören wir natürlich mit, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, kam diese Nachricht eigentlich in Lotus Gehirn, aber okay. Moment, da nicht. Hier drüben. Unter Wasser. Da geht's rein. Da geht's rein. Und hier. Wobei, komme ich hier schon raus? Nö. Ich glaube nicht. Gehen wir mal weiter. Über mir? Ach, da! Bevor der mich noch überrascht. Wieso sind die? Die Kanoniere sind ja Frauen. Fällt einem auf dem ersten Blick gar nicht auf. Vielleicht wussten das einige von euch nicht, aber das sind Frauen. Okay. Irgendwas Besonderes? Nicht wirklich. Ach, jetzt spielt wieder kein Dialog. Moment, da muss ich mal reloggen. Hun Hao is listening. I will be discreet. The message you uncovered was an offer to help us. I do not trust the person who wrote it, but we are out of options. Okay. Wer ist denn unser Helfer?
Finden wir es raus. Wir müssen irgendwas bergen. Aber Arguing unter Wasser und Bergen? Moment, was war denn das? Ich meine, es gab Bergungsmissionen im normalen. Ich habe gerade gar keine Ahnung, was das hier ist. Oder ist das eine Questsache? Bergung? Ich weiß gerade gar nicht, was das für eine Mission ist. Hello, Tenno. Are you Oh. surprised? Why? You know I've always had my ear to the kennel. Those dogs don't have a clue what kind of bone they've dug up. But I do. Shall I show you? Don't worry. You can trust me. This time. Na, wie geht's dem eigentlich? Er hat ja seine Forschungsdaten bekommen im Event, außer auf der PS4. Ich glaube, da nicht. Ich bin mal gespannt, wie EDE das lösen wird, weil entweder machen sie komplett unterschiedliche Stories. Ja, aber ich werde nicht vergessen, dass du versucht hast, andere Tenno in deinen Hund zu verwandeln. Also, vergiss es direkt. So this stalker seems like he's made quite a powerful friend, hasn't he? I wonder what's under that scary, smoky exterior. Ja, bin ich auch. Ja, danke für die Info. Nee, aber Stalker? Nach 2 Jahren wüsste ich auch langsam mal gerne, wer er ist und was er ist. Er ist ja offenbar etwas... Er ist offenbar kein Tenno, aber offenbar was Ähnliches. Er kann einen Warframe benutzen. Oder etwas Warframe-Ähnliches. Es ist offenbar kein richtiger Warframe. Bin ich ja mal gespannt. Moment, hier lang muss ich. Ach, und wieder unter Wasser. Ach, ich hasse es. Ich bin hier mit dem schnellsten Arcwing unterwegs. Mit Hyperion-Schubwerk. Und so langsam bin ich. Stimmt, es gibt ja auch diese Theorie, dass Tenno gar keine Augen haben. Was bedeutet nur, dass die so eine Art Radar sind oder sowas haben, um zu sehen. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob es da überhaupt irgendwie im Spiel eine direkte Bestätigung gibt. Naja, diese Quest soll ja alles beantworten. So, irgendwo hier ist das. Du bist jetzt mal ruhig hier. Kann ich das Vieh töten? Ne, ich glaube nicht. Egal. Müssen wir einen Weg hier reinfinden. Hier? Boah, ich werde beschossen. Ne, hier schon mal nicht. Wo geht's denn hier rein? Wirklich. Was ist denn da vorne? Nichts Sinnvolles, wie es aussieht. Hier oben? Das hier sieht sowieso wie, eher wie ein versunkenes Orokin-Schiff aus. Und da wurde ich auf einmal nach oben gezogen. Warum auch immer. Ernsthaft?
Hallo. Was soll ich jetzt hier tun? Nö, was ist denn? Hä? Bin ich jetzt blöd? Da sind doch Gegner. Ja. Ich weiß, dass ich direkt drauf bin. Das Ding sehe ich auch. Jop, das ist sowas von sentient. Bevor mich jemand korrigieren will, beides ist richtig. Sentient und sentient. Yes, this is it. A fragment of my father, destroyed in the old war. I can use it to see him. Okay. I see the stalker stronger. Hunhouse voice within him. I see the reservoir, but I feel confusion. He doesn't know unless. Oh no. Thank you, daughter. Fear has baited you to the snare. What was secret is now known. Your Tenno, their touch. I now see the womb of the sky. My shadow now walks the path. What have I done? Get out of there, Tenno. Yes, yes, hurry, Tenno. But be careful. Last time you got close with the sentience, you wiped out an entire civilization. But you don't remember what you want, do you? Ja, aber wir wissen es trotzdem schon lange. Ich meine, wenn man Stalkers Codex-Eintrag gelesen hat, weiß man. Aber es wurde ja eigentlich die ganze Zeit angedeutet, wer die Urukin letztendlich getötet hat. Zumindest die Elite. Wobei es natürlich sein könnte, dass sogar nur die Elite Urukin genannt wurden. Ach ja, mal sehen. Beschleunigen wir mal die Geschichte hier ein bisschen. Vorausgesetzt, man bleibt nicht überall hängen. Ah, okay. Das war's dann wohl. Verfolgen wir mal den Stalker. Connected to Hunhouse fragment, Hunhouse saw a path to the reservoir that led through here. He cannot reach it alone. He needs the stalker to do it for him. Na gut. Das heißt, wenn wir den Stalker aufhalten, stoppen wir auch Hanhau. Verstehe. Ich brauche mal Energie, damit ich meine Klinge benutzen kann. Excalibur ist ja jetzt nicht gerade der mit für sein Gewehr bekannt, sondern für sein Schwert. You must be asking, Alid, what's in this for you? It's simple, really. I scratch your mental back, and you scratch mine. All the credits in the system aren't worth half as much as a Tenno owing you a favor. Du meinst, wir schulden dir dann was? These things never made sense to me. You're smart, Tenno.
You'll figure out how to open it again, won't you? This needle pierces the sky. Nata, will we find the Tenno heart within? These puppets will not stop me. I will attack in many forms. Oh, was? Impressive. These sentient fighters appear to adapt to damage. I'd love to crack one open and see what makes it do. Sentient fighters can adapt to your attacks. Hit them with something else. Vielleicht. Was willst du denn noch anderes? Incredible. The stalker has built void keys. Use this one to reopen the portal before more sentient fighters come. The void is poison to them. Ich bin mal gespannt. Die Sentients passen sich also an. Also sind sie im Prinzip die Borg. Neue Türen? Das hier ist nicht die Vault, wie wir sie kennen. Weil die Gegner die gleichen sind. Ist hier drüben irgendwas? Nee. Hier müssen wir wohl noch nicht hin. Wow. Sweet prophet. The moon exists. It was in the void all along. I knew the lotus was powerful, but this, she erased history. We thought it was destroyed all this time. My lotus, you make a fine villain. And the reservoir with it. Very clever, Nata. Shadow, your path is clear. Warte, muss ich hier irgendwas machen? Ja, muss ich. Hunhouse found it. The reservoir, hidden in the void. A place sentience can never reach. We must do everything to keep it there. It's the only way to keep the Tenno's power alive. From the reservoir? As unpleasant as our past is, I have to ask. I've seen inside a Tenno pit, and what I found didn't make sense. Does this reservoir conceal some great deception? Everything I've done was done to protect them. The void is forbidden to the sentience. It's our only protection against them destroying the Tenno. Do not let Alan distract you from your mission. They don't know the truth either, do they? How sweet. The betrayers get what they deserve. Lies from the omnipotent mother. I have detected a ship leaving the tower. It's the Stalker. He's on his way to the moon. You need to find a way to get off this tower and onto the moon. It seems to me that this tower is dedicated to masking the moon's location in the void, yes. Why not disable the mask so that Claptrap orders can pick them up? Or is that too complicated for you? Auf dem Mond ist also etwas Wichtiges. That's it, Tenno. Shut down this power grid, so that your mouthpiece orders can lock onto your location in the void. Keep talking, Orokin called Alad V. Your silence soon comes. Warte, was? Jetzt erzähl mir nicht, Alad V ist ein Orokin. Nö. Ah, und das ist das neue Revive-System, wie es aussieht. Kostet jetzt einen Teil der Erfahrung, man kann es viermal pro Mission machen. Ach, ich muss hier runter. Wow. Aha.
da drunter. Ich komme da gerade nicht dran. Ich muss vielleicht an der anderen Seite. Nee. Hä? Ich bin verwirrt. Ah. Verstehe. We did it. The void mask is crumbling. Operator, how did you get through to me? Don't worry, Ordis is on his way now, preparing for extraction. The sky will be as it was meant. The shadow returns the moon. The reservoir swells with Tenno blood. The old war finally ends. Aber dass der Mond in der Void war. Ich ging eigentlich nicht davon aus, dass der Mond irgendwie weg ist. Nur, dass da halt keiner dran Interesse hat. The suspense is killing me. Lotus, you have to tell us your secret. Hey, don't cut me off. Within the moon lies the reservoir, the secret to your Tenno power. But the secret is dangerous. It drove the Stalker to madness. Forgive my deception. I was only trying to protect you from the same fate. Now, it is time to protect yourselves by ensuring the moon remains within the safety of the void. Also befindet sich im Mond die Quelle unserer Kraft. Und ohne sie sind wir erledigt. Und die Extensions können da nicht hin, weil es in der Void liegt. Und es würde erklären, woher Stalker seine Kräfte hat. Also ist er ein Tenno. Aber erst nach dem Massaker. Alles fängt an, einen Sinn zu ergeben. Collapse the void shadow, so that my fragments may attack. The Tenno hearts will be their last. Das da ist ziemlich interessant. The void is collapsed. The reservoir will be destroyed, and you and the rest of the Tenno will be lost. Get to the void control room and stop the Stalker. Hiding the moon in the void. Quite the magic trick, Lotus. But you must be asking yourself, where is this heart, if not in my chest? Nur wenn Stalker wirklich... Nicht wenn Stalker, wenn Alentvian Orokin ist, müsste er es doch eigentlich besser wissen, als sich mit dem Tenno anzulegen. Moment, das sind Schattenkreaturen. What the fuck? Hat Stalker jetzt auch Necros-Fähigkeiten? If the reservoir is to survive, we need to pull the moon out of the void. Here, help me disrupt the void compasses to reorient the moon. Was? Er hat jetzt eine Stimme? Wow. There are three void compasses that steer the moon within the void. I will disconnect them from the central system to gain control.
Orokin blood chiseled weapons from our bones. Puh. Starker ist sogar mächtig. Er hat eine erhabene Klinge. Ja, ich merk's. Ich muss meine HP aufladen. Vielleicht an dem hier? Genau. Oh mein wow. Er hat Prisma? Gefällt mir nicht, Mann. Wie funktioniert dieser Boss? Ich möchte ihn auf jeden Fall mal scannen. Ich kann ihn nicht wirklich verletzen. Oder soll ich ihn vielleicht gar nicht besiegen? Moment, ich muss diese Konsolen irgendwie... Wow. Moment, aber es gibt mehr als einen, oder? Wäre ich vielleicht von hier oben? Ich nehme meine Nahkampfwaffe, damit ich mich leicht wieder aufladen kann. Eine Karte des Sonnensystems ist schön. Ja, der letzte. Ich soll den Stalker anscheinend gar nicht besiegen. Zumindest noch nicht. Ich find's cool, dass der jetzt erhabene Klinge hat. Ach, wieder sein Prisma. Ja, tu das ruhig. These pendula keep the moon stable in the void. Power them down. Security Eye, watch out. Was? What the fuck? Was ist das? Scheiß mal auf Death Orbs. Die Dinger sind wesentlich cooler. Es hat... Alter, es hat Warframe-Fähigkeiten. Lass mal meinen Kubro in Ruhe. Nein, Kubro. Ich kann mich nicht aufladen. Wie funktioniert das hier?
Ich verstehe das hier gerade nicht. Das sieht so aus, als könnte man es von der Seite angreifen, ist aber nicht so. Mein Kubro muss sich von der Ding einfach treffen lassen, deshalb... Ich belebe den jetzt nicht wieder, vergiss es. Muss ich den gleich zweimal streicheln? Ist halt so. Erstmal muss ich rausfinden, wie das hier funktioniert. Ich verstehe das hier gerade nicht. Vielleicht, wenn ich hier oben irgendwo hingehe. Nee, hier oben ist nichts. Ich jetzt blöd? Außer vielleicht... Vielleicht kann ich es nicht verletzen. Ah, fuck. Dann halt so. Vielleicht kann dieses Auge es verletzen. Nö. Das ist es nicht. Weil hier liegen diese Dinger rum. Ach doch, das war richtig. Aber ich muss es von der richtigen Seite aus machen, ne? Na, ich hab eh genug Revives. Wow, 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 nö, nö. Hau ab, hau ab! Ja, man muss, darf sich halt nur nicht vorher treffen lassen. Ich kann das Ding nicht zerstören, aber das Pendula, dieses Security Eye kann es. Die Dinger sind Pendulas, das ist das Security Eye, so rum. Fuck. Okay, mach ich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dabei sein will. What they need, Margulis, is to be destroyed. They're devils from that hell. Not human anymore. No, Pallas, no more destruction. We could heal them. Maybe they're meant to save us. Wow, was? How can you defend these devils, Margulis, after what
they've done to you. Love looks not with the eyes, but with the mind. They won't hurt anyone. I just need more time. Oh, okay. Da möchte ich nicht dabei sein. Oh wow. Das sieht nice aus. Hä? Da vorne? Ach, schon vorbei. Was? Ach Leute. Ah, ist doch richtig. Okay. Muss ich nochmal reloggen? Wie es aussieht. Moment. Danger than ever. Hunhao will send his fighters and the stalker is still coming for you. Move now. Okay, ich musste das Spiel mal komplett neu starten. Das ging irgendwie gar nichts mehr so, wie es sollte. He must not reach the sacred place. Shadow, bleed the reservoir until it is desert dry. This will stop the voices from taking hold. You will have to dream, my angel. So shame on you! You Orokin! So perfect on the outside, but you're rotted! Was sind das für Stimmen? Wieso höre ich sie? For your apostasy, the judgment is dead. Margalef, why? Lotus, join with me. Destroy your shame. Become the one I love. Become Nata once more. The other reject we consigned to Lua a few years ago. They're calling it transference. I know we are desperate, Executor, but these aren't Dax soldiers. These are gods possessed by devil minds. Da oben.
Okay, was? Dream. Not of what you are. But of what you want to be. Hesitate, Shadow, but remember your despair. This is your only chance to make it end. Your hatred is too weak, Shadow. Mine is strong. My fragments will finish this. Wow. Ich werde angegriffen, ich kann nicht sprinten, ich kann nichts tun. Soll ich hier rauskommen? Ich kann nicht sterben, oder? Nee, sonst wäre ich schon tot. Also ist sie, Moment, ist sie die Lotus oder was genau ist sie? Sie hat auf jeden Fall uns gerade geheilt und Stalker hat seinen Job nicht zu Ende gemacht. Oh, es geht weiter. Es ist nur eine Transition. Aber die Cinematic war gut. I don't know how much time you have. Descend into the heart of your orbiter. There you will find the somatic link. Okay, das hier ist offenbar nicht die Lotus, sondern könnte eine Art Symbol für uns sein. Träume von das, was dem, was du sein willst. Was? Wie? Alter, er hat Blade Waves. Was soll ich dagegen machen? Er hätte mich vorhin töten können. Wieso jetzt? Alter, komme ich jetzt vielleicht mal hier raus? Shadow, this cannot be. What the fuck? Was zur Hölle ist das? Ach, ich habe einen Energiestrahl. The sky will be as it was meant, Shadow. The old war finally ends.
strategy. Get past the stalker. Ja. Focus, Tenno. Use your energy to breathe life into the somatic link. Ach, halt die Klappe, du wirst mich nicht aufhalten. Ja, dann lass mich doch mal hier. Warum geht das nicht? Ach, jetzt geht's wieder. Ich verstehe. Now we fight on two fronts, my child. The war without and the war within. Was? Nee. Nee. Also es gab ja jetzt schon länger die Theorie, dass die Tenno die Warframes nur fernsteuern. Aber jetzt... Ich weiß nicht, ob ich das hier gerade gut finde. Und ich weiß auch nicht, ob ich Stalkers neue Stimme mag. Also ich fand das eigentlich... Ich finde es, weiß ich meine, die Charaktere waren bisher eigentlich immer still oder hatten so eine Flüsterstimme. Außer halt hier Davo, LLV, die alle. Hm. Hautfarbe. Das heißt, die Tenno haben eigentlich die Void bisher nicht wirklich verlassen. Nee. Ach Gott, sieht alles schrecklich aus. Ja, das hier. Das hier. Geht ja noch. So, ich brauche mal ein schönes Braun.
Nein, ein dunkles Braun. Ja, das könnte gehen. You what? Nee. Nee. Sorry, Leute, das wird nicht passieren. Wo ist... Ich kann höchstens... Sieht das gut aus? Die ganze Zeit einen Husten unterdrücken. Ist auf Dauer auch nicht gut. Nee. Dann mache ich es halt so. Ah, das geht auch. Lol, nein. Innere Augenfarbe. Ach, wir haben zwei Augenfarben. Stimmt. Kann ich das? Geht das? Ja, ich glaube, das kommt der Sache am nächsten. Was? We know the mission. We will not fail. We will bring honor to the Tenno. We know the mission. We will not fail. Nee, kann ich bitte keine Stimme auswählen? Kann ich bitte keine Stimme auswählen? Ich fand das eigentlich ganz gut, dass die Tenno stille Protagonisten sind. Zerryman, hey, das ist doch das Schiff aus dem Ember-Kodex-Eintrag. Moment. Zerryman's Leaves. Viel Auswahl habe ich ja nicht. Kann ich... Ach, ich kann es leider nicht mehr sehen. My child, so beautiful to behold. How do you feel? I'm confused. I thought I was... I know. Forgive me. This is who you really are, a Tenno. More than human, but once a child like any other. What do you remember? Okay. The soft lines of a hand, my mother's, I think. We were watching the stars, awaiting the jump to Tau. She was afraid. Memories. From your time aboard the Zerryman 10-0, before the void jump accident. It was years before the ship was recovered. It was drifting, dead in space. All her crew gone, except the children. They were dangerous, broken. Every time they tried to fix us, someone always got hurt. I wish I could have saved them. I wish I could have taken their fear away. You were so brave, but the Orokin were afraid of you. The void had changed you, and you couldn't control it. No one could. They were about to destroy the orphans of 10-0, but Margulis, she loved you. She found a way. She confronted them even when she knew what it would cost her. Blinded and sick by her work with us, yet in her heart, stronger than all of us. The Orokin murdered Margulis, used her work to create transference. Your mind projected into a surrogate strong enough to withstand your power. It felt like waking up, but it was just a lucid second dream. There was a sense of it, but we set fear aside. I remember what fear did, how it turned them against us. I vowed never to be controlled by it. I was gonna live or die with honor. And so you became Tenno,
serving the Orokin, but bound by honor. As the Tenno grew, they founded great schools, the Tenno Ways. Do you see yours? Mm-hmm. Okay. I see a tree of many branches, the Nerimon way. Our discipline focused on knowing the enemy. We believe that to truly understand a foe would confer the greatest advantage upon a warrior. Nerimon will be your focus. But we have so much more to do. Here in the Orbiter, transference will be even stronger. Command the Warframes. Make whole the shattered world you've been given. Are you ready, Tenno? Yeah. Yes, Lotus. I am. Okay. Moment, ist jetzt dieser Avatar die ganze Zeit hinten? Ja, Quest abgeschlossen. Moment, jetzt muss ich mal eben nach hinten gehen. Hier hinten war vorhin noch nichts. Jetzt, ja, jetzt geht's hier auf. Und jetzt ist hier der Dude. Also Steve hat auf Tenno VIP damals nicht zu viel versprochen. Ich fand es jetzt gerade nur ein bisschen seltsam, dass die Lotus auf einmal in der DZ stand, aber vielleicht habe ich auch einfach nur nicht aufgepasst, weil ich Husten unterdrücken müsste und sowas. Aber bin ich mal gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil ich glaube, die Rückkehr der Sentients hat gerade erst begonnen. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Warframe, Guide oder keine Ahnung, irgendwas mit Warframe. Bis zum nächsten Mal.